Hey Leute, hier ist wieder euer Herr Arbeit und heute zu einem neuen Video zu Xenoblade Chronicles 3 und den Helden. Denn wenn ihr das Spiel abgeschlossen habt und euer Spiel einmal gespeichert habt, dann landet ihr danach an diesem Bildschirm hier, könnt ein neues Spiel plus beginnen, könnt aber auch euer Spiel fortsetzen. Wir machen es jetzt mal über Spiel laden, ist dann aber im Endeffekt dasselbe. Hier seht ihr nur, dass das abgeschlossene Kapitel, das Spiel hier mit diesem schönen, mit dieser goldenen Medaille, ja, gekennzeichnet ist. Und wenn ihr diesen Spielstand ladet, dann landet ihr genau wieder vor dem letzten Bossfight. Wenn ihr dann ins Menü geht, seht ihr, dass ihr hier neue Tipps habt zu den neuen freigeschalteten Funktionen, die euch auch am Ende des Spiels einmal erklärt werden. Aber Fedos hat da ist die Heldenübersicht, denn ihr seht hier, dass wir hier zwei weitere Helden haben, die wir nur rekrutieren können, nämlich, ja, die Silhouette sagt es, Mea und Nia. Und was müssen wir jetzt ganz einfach tun? Wie gesagt, wir stehen jetzt hier direkt vor dem letzten Bosskampf und wir gehen jetzt einmal auf die Karte und holen uns als allererstes Nia. Dazu reisen wir nach Raetia, obere Ebene und dort dann zur Wolkenfeste. Und wir sehen schon hier, hier ist ein Fragezeichen neu erschienen. Sobald wir angekommen sind, startet dann die Cutscene, die wir uns erstmal ganz in Ruhe anhören oder ansehen. Huh? Where is the Queen? Maybe she isn't there. But where is she then? Ja, da, 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 da. Huh? Oh, haven't worn this for a while. Still looks pretty natty though, eh, Nia? So tough to get around in those bloody formal duds. One false step and you fall flat on your face. Oh, I finally feel like I can be my... Oh! Oh. Nach der Szene kriegen wir dann die Information, dass wir mit Nia durch ganz Aionis reisen können, um allerlei Besonderes zu erleben. Damit haben wir den neuen Helden, Lebensweiser Nia, Klassenerbe in dem Fall, wie soll es anders sein, ist Mio. Als nächstes gilt es dann noch Mea zu holen. Dazu reisen wir zum Schloss Kefs Umland. Schloss erste Ebene. Und dort finden wir auch hier oben das Missionsereignis. Schloss Haupttor. Ähnlich wie eben gerade bei Nia. Auch hier wieder, wenn wir angekommen sind, einmal umdrehen und Richtungsfragezeichen. Und einfach nur die Cutscene genießen. But I'm looking forward to it too. A new adventure. How strange it feels. Nach dem Gespräch mit Mea kriegen wir sie als Heldin, Beschwörer, Klassenerbe, wie soll es anders sein, ist dann Noah. Und ja, haben wir noch eine richtig schöne Angreiferklasse dabei. Jo, damit haben wir dann auch die letzten beiden Felder hier gefüllt mit unseren beiden neuen Helden. Probiert sie aus. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Herr Arbeit bedankt sich fürs Zuschauen, sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal.